Ein sonniger Nachmittag in Berlin-Mitte. Kebab with Attitude. Mit Haltung? Also das hier sieht ja zunächst mal ganz normal nach Kebab aus. Aber was hier jetzt auf die Grillplatte kommt, also allein schon, dass der gekochte Spargel noch mal gegrillt wird. Und dann rein in den Döner? Hilft nichts, er muss nun rein. Der Belitzer Spargel in den Berliner Döner. Mit Erdbeer-Ingwer-Marmelade? Tatsächlich ist da neben dem Spargel noch einiges mehr anders. Bärlauch-Mayonnaise, Feldsalat und Sauce Hollandaise. Auf die Idee muss man erst mal kommen. Naja, sagt der Chef, sie wollen hier halt mal Zutaten zusammenbringen, die es sonst nicht so miteinander haben. Und wo doch Belitz um die Ecke ist. Der Chefkoch hatte das Edelgemüse schon lange auf der Zunge, aber nie passte es so richtig bis zu dieser Saison. Weil diesmal wirklich alles gepasst hat, von den Zutaten her, vom Geschmack her, von der Konsistenz her des Spargels. Und das hat uns einfach überzeugt und da haben wir gesagt, wir machen das. Geschmack kennt keine Grenzen, sagt er noch, derweil der Spargeldöner für gut 14 Euro nun fertig ist. Was gut passt, weil Lisa schon einen guten Appetit hat. Spargeldöner-Premiere und? Überraschend gut, ehrlich gesagt. Habe ich nicht erwartet. Ich weiß nicht, ich mag beides gerne, Spargel und Döner. Aber zusammen habe ich gedacht, nicht so meins. Ich fand es jetzt echt sehr lecker. Derweil die türkische Döner-Fanbasis so skeptisch sei wie die Spargelpuristen, erzählt der Chef. Egal. Die Küche hier will ja provozieren. Kulinarische Kulturkollision und so. Am Ende geht es bei uns einfach um guten Geschmack. Und das ist halt, wenn es möglich ist, einen guten Geschmack so zu servieren, dann kann uns eigentlich auch in dem Sinne keiner aufhalten. Nö. An den Wochenenden geht der Spargeldöner etwa 80 Mal am Tag über den Tresen. Zur nächsten Saison gibt es sie also wieder. Diese Fusion aus Istanbul, Mitte und Belitz.